Christian Lindner für die Corona-Beratung. Ja, meine Damen, meine Herren, wir tragen in diesen Zeiten alle Verantwortung für die Gesundheit und Verantwortung für die Freiheit. Es muss ein zweiter Lockdown verhindert werden. Es wäre ein nicht verantwortbarer Eingriff in die Freiheit mit unabsehbaren sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Verantwortung zu tragen als staatliche Gemeinschaft für die Gesundheit der Menschen. Und deshalb müssen die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, bewertet werden vor dem Hintergrund, welchen Beitrag leisten sie zur Gesundheit und wird die Freiheit der Menschen geschont. Wir begrüßen sehr, dass die Bundesregierung und die Länder weiter auf einen regionalen Ansatz setzen. Wenn das regionale Infektionsgeschehen sich unterscheidet, dann muss die Antwort auf das regionale Infektionsgeschehen auch unterschiedlich sein. Diese differenzierte Herangehensweise ist richtig. Wenn an einer Stelle es zu einem Ausbruch, einem beschleunigten, verstärkten Ausbruch kommt, dann darf das nicht für das ganze Land bereits Konsequenzen haben. Aus unserer Sicht wäre für eine differenzierte Krisenstrategie empfehlenswert gewesen, nicht nur auf die Zahl der Neuinfektionen zu schauen, sondern auch andere Parameter mit einzubeziehen. Dazu gehört beispielsweise die Auslastung des öffentlichen Gesundheitsdienstes zur Verfolgung von Infektionsketten. Dazu würde gehören die demografische Situation in einer Gemeinde und selbstverständlich die Auslastung der Krankenhausinfrastruktur vor Ort. Die jetzt getroffenen Maßnahmen sind besser als das, was die Bundesregierung als Beschlussvorschlag unterbreitet hat. Gestern noch war die Rede davon, dass es auch massive Einschränkungen von Feiern und Zusammenkünften im privaten Umfeld geben könnte. Für uns als Freie Demokraten gilt, dass die Wohnung unverletzlich ist. Für uns ist die Unverletzlichkeit der Wohnung eine Garantie unseres Grundgesetzes. Für uns ist schlicht nicht vorstellbar, dass die Polizei oder das Ordnungsamt anklopft und fragt, wer sich in einer Wohnung aufhält. Deshalb ist es richtig, dass es jetzt eine Empfehlung gibt, im privaten Rahmen auf größere Zusammenkünfte zu verzichten, wenn das Infektionsgeschehen zunimmt. Die Empfehlung ist richtig, sie appelliert an die Eigenverantwortung der Menschen, aber die eigenen vier Wände, das muss weiter unverletzlich bleiben. Und deshalb ist es richtig, dass nach den Verhandlungen von Bund und Ländern von gestern auf heute diese Festlegung, die es da ursprünglich gegeben hat, dass die nicht in den Beschlussvorschlag aufgenommen worden ist. Ich sage nochmal, Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Wir wollen einen zweiten Lockdown verhindern. Aber es kann nicht sinnvoll sein, sogar in den privaten Rahmen in die Wohnung hinein zu regieren. Das bleibt ein geschützter Bereich nach unserer Überzeugung, wo es um die Eigenverantwortung der Menschen in Freiheit geht, wo aber der Staat mit Polizei oder Ordnungsamt nicht eingreifen sollte. So viel von uns. Alles Gute. Ciao.